Sie sind erfolgreicher Kampagnen- und Strategieberater. Was wären denn so drei Punkte, die Sie Kamala Harris ans Herz legen würden? Ich glaube, ich würde jetzt vor allem über die Wirtschaft sprechen und ich würde noch einmal untermauern, was sie genau auch vorhat. Und das sind nicht nur Stichpunkte und Bullet Points, die man eben runterbricht, sondern sie muss runterbrechen in konkrete Geschichten. Muss die Geschichten erzählen, wie Leute eben auch in diesen letzten 3,5 Jahren profitiert haben. Und vor allem, was sie auch noch sagen muss, ist, sie muss sagen, wie es unter Donald Trump eben auch anders gelaufen wäre. Und das sind Policies. Das heißt, ich sage nicht einfach nur Donald Trump schlecht machen. Darum geht es nicht, sondern wenn sich Donald Trump auf die Bühne stellt und sagt, what do you have to lose? Was habt ihr denn nur zu verlieren? Wählt doch einfach mal für mich, es kann nur besser werden. Ich glaube, dort aufzuzeigen, was die Leute eben auch zu verlieren haben, was auf dem Spiel steht, was unter ihr und Joe Biden besser geworden ist, aber vor allem eben noch was kommen könnte. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den sie so noch nicht adressiert hat und wo sie eben, glaube ich, jetzt noch punkten könnte.